Die heutigen Karten bei den Map News können eigentlich unterschiedlicher nicht sein. Wir fangen mit der ersten an, nämlich Mars, die Mission von Farmer Bob. Und wir befinden uns auf dem Mars. Und nach 20 Jahren, und das ist die Mission, sollte man 1000 Bäume gepflanzt haben, 20 große Bienenstöcke, 160 Kühe, 720 Hühner, 195 Schafe und 540 Schweine. Aber das war noch nicht alles. 800.000 Liter von 6 Feldfrüchten sollte man im Lagerbehälter haben, damit man sie zur Erde schicken kann. So, da haben wir den Fahrzeughändler. Verkauf von Ballen, Fahrzeughändler zweimal sogar, Viehhandel zweimal. Und ja, so ein paar andere hatten auch schon. Die Ställe sind schon platziert hier. Und nun ja, eingetragen ist soweit auch alles. Verkaufsstellen sind natürlich alle da. Das ist im Prinzip, finde ich, oder sollte, finde ich, Standard sein. Dann, ja, natürlich Schweinestall groß, Schafstall groß, Schafstall, Schafstall, Hühnerstall, Hühnerstall, Kuhstall mit Fütterungsroboter auch zweimal. Verträge sind keine da. Und die ganzen Produktionen besitzt man schon. Und im Großen und Ganzen war es das jetzt. Man besitzt auch schon alles auf dieser Karte. Natürlich kann man es verkaufen, aber da kann man nichts mehr anbauen. Okay. So, zusätzliche Früchte sind auch nicht da. Und das wären unsere Stadtfahrzeuge, die wir hier zur Verfügung haben. Also anfangen kann man damit. Man kann ja so einiges schon machen. So, hier haben wir natürlich die ganzen Silos. Man kann das Ganze dann unter anderem auch zur Erde schicken, wie schon gesagt. Und was mich jetzt persönlich für diese Karte, oder sagen wir, meine persönliche Meinung zu dieser Karte ist, okay, hier stehen wir mitten irgendwo drinnen und ich wette, man kommt nicht mal raus. Ja, oder? Ja, gut, man kann durchfahren. Okay, ja, meine Meinung zu dieser Karte ist, für mich auf jeden Fall nichts und für, ich schätze mal, 99%, Minimum 99% aller anderen, ja, ist diese Karte auch nichts. Gut, eine Bewertung hat sie auf Motop von 2,9 und das ist schon tief, muss ich sagen. Diese Karte ist auch für PlayStation und Xbox und sie hat eine Größe von 107,52 Megabyte. Gut, soweit eben zu dieser Karte einmal und ja, wir haben noch drei neue Karten vor uns. Bokovo ist die zweite Karte heute und irgendwie läuft er immer hier im Kreis. Irgendwann ist er wahrscheinlich da unten irgendwo, aber okay. So, Fahrzeuge haben wir hier schon. Diese Karte wurde schon im LS11 erstellt und halt auch konvertiert. Und zwar von FS19 Bocciel, Bocciec LS und Nikos. Und damit, okay, schauen wir mal, was man hier so haben. Eine kleine Karte. Es ist soweit, ich sehe, alles eingetragen. Verkaufsstellen gibt es auch soweit. Man kann auch Bretter gehen nicht, Möbel gehen nicht und Schokolade geht, aber Stadtfahrzeuge sind keine da, keine Stelle, aber Verträge hat man wenigstens. Und im Besitz ist im leichten Spielmodus ja das große Gebiet. Gut, das kostet 23,99 Millionen. Okay, man kann das große verkaufen und damit eben im Prinzip sonst alles kaufen. Aber gut, weiter im Text: zwei Wälder, Stroh kann man verkaufen, polnische Nummernschilder, zwei Getreidekäufe, darunter auch Hackfrüchte. So, neue Straßen sind auch hier. Das geänderte Gebäude gibt es hier auch. So, drei Plätze für Gasthöfe, beziehungsweise ich schätze mal für Höfe, ein Gebiet auch für einen Hof gibt es.
Und das werden im Großen und Ganzen die ganzen Eckdaten dieser Karte. An und für sich schaut ja nicht einmal so übel aus. Sogar wenn man hier unten ist, so die Rundumsicht, kann sich sehen lassen. Von oben schaut es natürlich etwas anders aus. Hier habe ich auch ein wenig Wasser drunten gesehen. Ist kein Problem eigentlich. Hier haben auch ja einen Bach drinnen. Und ja, es ist eine kleine, angenehme Karte, meiner Meinung nach. Aber für mich persönlich eher nicht was, aber für so manchen sicher eine schöne Abwechslung. Gut, die Lok schauen wir sich natürlich auch noch weiter an. Schauen wir mal, was wir da rausbekommen. Ja, da ein kleiner Warning, es ist, dass es nicht so das große Problem. Und ja, PGR Boots, dazu dieser komme ich gleich. Ja, aber von der Karte selber her, von der Bokovo, gibt es keine Fehler. Also man kann hier ungestört seinen Hof aufbauen. Check Map, die gefixte Version dieser Karte. Die Karte kommt von Creepy, Koofy, Stefan und Topfis. So, Straßenverkehr haben wir ja auch. So schaut die ganze Karte aus. Und ja, angeblich sollte die Lok frei sein. Das schauen wir uns natürlich auch gleich an. Es gibt schon ein paar Gebiete. Stadtfahrzeuge haben wir auch. Das sieht man ja schon. Und ja, der Erwachsenenkalender wurde, soweit ich sehe, nicht geändert. Verkaufsstellen, ja gut, Milch hat man nicht, Wolle hat man nicht. Okay, da gehört meiner Meinung nach nachgebessert oder man platziert sich eben selbst etwas zu verkaufen. So, Bretter gehen nicht zu verkaufen, Möbel gehen zu verkaufen. Gut, so. Weiters, das wären die Fahrzeuge und keine Tiere, Verträge gibt es und Produktion besitzt man auch keine. So, das wären hier die ganzen Stadtfahrzeuge, also eine minimale Ausrüstung. Man kann damit anfangen, wenn man möchte. Der Hof ist relativ großzügig bemessen. Und ja, was die Lok angeht, schauen wir mal schnell durch. Also momentan sehe ich nur Sell Station Wood, also Holzverkaufsstelle, Wollverkaufsstelle, XML. Da stimmt irgendwas nicht. Gut, Foliage. Okay, also Warnings. Vom Spiel her werden diese Warnings das Ganze nicht beeinflussen. Vom Außen her schaut sie eigentlich auch nicht immer so übel aus. Da hat sich der Mapper richtig Mühe gegeben. Okay. Erstens, Wasser bewegt sich nicht. Zweitens, die Spiegelung ist grauenhaft. Und das geht sicher so weiter. Und das gehört meiner Meinung nach auf jeden Fall gefixt. Und vor allem, dass man das Wasser hier auch noch sieht. Okay. Meiner Meinung nach, ja, ist das ein No-Go, beziehungsweise das gehört hier im Prinzip verbessert, bevor man sie spielt. Vielleicht kann das wer. So, BGA. Aber sonst eigentlich relativ schön. Ungleichförmige Felder, Rundumsicht, ja, kann man lassen. Hier hat man noch eine freie Fläche. Hier fährt ein Auto im Kreis, beziehungsweise, ah nein, das kommt hier runter, okay. Ja, im Großen und Ganzen nicht nur so üble Karte. Ein Dörfli haben wir hier auch. Aber das Wasser, das ist was, was mir gar nicht gefällt. So, das war's soweit zu dieser Karte. Und ja, eine haben wir noch. PGR Brutstar, eine Multifood-Karte. So, hier sieht man schon mal die Karte von oben, also die PDA. Und ja, diese Karte
ist von Radom und die Karte wurde von Grund auf erstellt und nicht konvertiert. Ja, solche zusätzlichen Fahrzeuge gibt es hier auch. Ja, da streiten sich wieder zwei. Und ja, im Großen und Ganzen eigentlich ja, eine tschechische Karte, auch mit tschechischen Nummernschildern, wenn ich mich nicht täusche. Ist jetzt auch hergerichtet für Precision Farming. Und insgesamt gibt es 37 große und mittlere Felder. Schaut nicht immer so übel aus, die ganze Karte. Sie ist auch hauptsächlich ausgerichtet für den Multiplayer. Hier haben wir den Hof und zwei zusätzliche Gebiete. Und ja, zwei Züge, Tankstellen, 14 Verkaufsstellen, 11 Fabriken. Und hier fährt der Traktor schon wieder. Und im Prinzip hat man sich hier sehr viel Mühe gegeben bei dem Ganzen. Ja, so bin ich jetzt hier. Ah, hier oben, das ist der Viehhändler. Ah, schaut auch nicht mehr so übel aus. So, zusätzliche Früchte haben wir hier. Und diese zusätzlichen Früchte, nun ja, findet man leider nicht in den Eindringen. Deswegen sind diese Missings hier. Gut, weiters. Folgendes ist dazugekommen, nämlich Roggendinkel, Hirse, Mohn, Senf, Triticale. Dann haben wir Reis, Leinsamen, Erbsen, Hopfen, Pintobohnen, schwarze Bohnen, Kichererbsen, Linsen, Hanf, Tabak. Jetzt noch weiter. Hanf, Tabak, dann Zwiebeln, Knoblauch, Preiselbeeren, Lavendel und Luzerne Klee. Gut, eingetragen ist aber Gott sei Dank alles soweit. Dann Verkaufsstellen kann man, soweit ich sehe, alles verkaufen. Ich schaue noch kurz etwas durch hier. Schokolade, Bretter, Möbel funktionieren auch. Die ganzen, ja, nicht eingetragenen oder zumindest deutsch eingetragenen Früchte funktionieren hier auch zum Verkaufen. Stadtfahrzeuge, da hüpfe ich gleich noch durch. Tiere haben wir noch keine. Verträge hat man da. Und Produktion besitzt man auch keine. So, das wären unsere Stadtfahrzeuge, die wir hier haben. Gut, was haben wir sonst noch? Ja, Fußgängerverkehr auf der einen Seite und schauen wir, ob man da rauskommt. Gut, ich komme hier nicht raus. Ah, jetzt, so. Ah, gut. Benutze definierte Geländetexturen, Zuschnittkartons, Baumtexturen gibt es hier auch. Radfahrerverkehr. Die kann man hier auch begutachten. Weiters gibt es 11 zusätzliche Mods, die man herunterladen muss. Die werden aber auch Gott sei Dank automatisch heruntergeladen. So, das sind die ganzen restlichen Fahrzeuge, die man hier hat, oder? Oder Geräte. Und das wäre auch eben der Hof hier. Sehr groß, ein sehr großer Hof. Gut, kompatibel mit Precision Farming. Biogasanlage gibt es hier. So, das Schlammsystem gibt es hier auch. Und den Rea Dynamic Dirt, das ist dieser Mod, der ist hier auch dabei. So. Momentan sehe ich noch keine Warnings. Also von dem her einmal nicht übel. Okay, das ist nicht so. Okay. Diese Warnings sind nicht für mich. Also ein paar Warnings sind doch da. Dann, was haben wir dann noch? Gibt es Fehler auch? Also Errors anscheinend nicht. Also viele Warnings, die Warnings sind Gott sei Dank so, dass sie das ganze Spiel nicht beeinflussen. Gut, das heißt eine Karte, die man, vor allem wenn man das so mag, gerne spielen kann. Mein Fall ist sie nicht. Mir gefallen nicht so viele Karten. Und was haben wir dann hier? Poppy, das wäre Mohn. Gut, Rundumsicht schaut auch, ja, annehmbar aus. Weiters haben wir heute auch gesehen, dass diverse Karten dabei waren, die sehr unterschiedlich waren von
Nun ja, nicht so meins bis, naja, schon etwas besser und die auch nicht immer so übel aussehen. Im Großen und Ganzen nicht so übel wie diese hier. Also vom Gelände her und von den Wäldern, von den Anordnungen eigentlich nicht immer so übel. Und ja, damit wäre es das mit den neuen Karten und natürlich schauen wir uns die Updates jetzt im Anschluss an. Bei den Updates fangen wir mit den Ländereien von La Mancha an. Diese Karte ist von ProGarm Modding 408,78 MB ist sie groß, 1.3.0.1 ist die neueste Version und für PlayStation und Xbox ist sie auch. 95 Felder gibt es hier insgesamt und auf dieser Karte wurde Folgendes gemacht, nämlich das Knoblauchlager verschwindet jetzt, wenn man es verkauft und das Knoblauchlager ist eine platzierbare Fabrik. So schaut die Karte aus. Ich zeige das hier jetzt her, damit das hier eben einen Eindruck von dieser Karte bekommt, ob er sie spielen möchte oder eben nicht. So. Gut, grünes Goldland oder Green Gold Farm von Nimbok Mod und Del Sao Gamer 298,48 MB ist sie groß. Version 1.2 ist die neueste und auch für PlayStation und Xbox ist diese Karte. So, sie hat 4 Waldgebiete, 2 Getreideverkäufe und so einiges mehr. 44 Felder. Und hier wurde eine neue Soja-, Mais- und Sorghum-Textur hinzugefügt. Die Stängel werden nach der Ernte zerkleinert. Darüber hinaus wurde die Textur des Bodens und des Grases geändert, dass der Karte mehr Realismus verleiht und personalisierte Tierfütterung. Und ja, die Texturen, die Bodentexturen gefallen mir immer noch nicht bei solchen Karten. Ich sage nicht, dass sie schlecht sind, aber mir persönlich gefällt das nicht. Und natürlich sind alle Karten, auch die Update-Karten, unten in der Beschreibung verlinkt. Einfach zum draufklicken, damit ihr auf die Seite kommt, wo sie zum Downloaden sind. Und da könnt ihr sie downloaden. So, Südschwarzwald. Der Südschwarzwald ist auf einer Seehöhe von 700 Metern. Die Karte kommt von Albi. Neueste Version 1.1, 184,71 MB ist sie groß und für PlayStation und Xbox ist sie auch. So, drei Biohöfe. Einmal ein Biohof, dann ein konventioneller und Pferdehof. Und Lohnsnehmen gibt es 254 Ländereien, 36 Forstgebiete, diverse Verkaufe und Verkaufsstellen und Produktionen. Und auch für Precision Farming ist sie hergerichtet. Ihr benötigt aber den Cluster Monitor 108 XSL Maxi von Giants, sonst fehlt der Mähdrescher beim Starten. Gut. Folgendes wurde geändert. Und zwar nicht verkaufbare Hofgebäude wurden gefixt, Fehler beim Fällen der Bäume, das wurde auch gefixt. Und die Soundeffekte, da wurde die Lautstärke reduziert. Und so schaut das Ganze aus, die ganze Karte an für sich nicht einmal so übel. Und ja, man kann sicher so ziemlich viel Zeit drauf verbringen, würde ich mal sagen. Ackendorf Version 2.1 von Frank GTB und Akita 83. Diese Karte, dort ist das Manual-System verbraucht, das Production Revamp, Precision Farming und das Platinum Extension. So, 39 Felder, 32 Brunnenwinkel, 78 landwirtschaftliche Flächen, 20 Fabriken, 2 BGAs und für den Multiplayer stehen ein kleiner Hof, ein großer Hof, Lohnunternehmen, Pferdehof und eine Megafabrik bzw. Holzverkauf zur Verfügung. Support erhaltet man über Discord. Und hier wurde der KI-Verkehr geändert und der bleibt jetzt nicht mehr stehen, wenn man vorbeifährt. Und an Farmatom geht ein Danke raus für seine Hilfe. Die Modest wurde auf den aktuellen Stand gebracht und
Ja, Mythwissen ist sowieso, wie schon gesagt, 2.1 und ein neues Safe Game ist hier nicht erforderlich. Und so schaut die Ackendorf aus, ist schon so manchen bekannt. Und vor allem, da kann man so ziemlich viel drauf tun. Und ja, wie gesagt, schaut an für sich nicht mal so schlecht aus. Gut, Lepidate OS Version 1.1.1.1. So. 62 Felder, 3 Bauernhöfe, Metzgerei, der oder die Mapper sind Vincent Le Paysan, Farm Andy, Jeremy 16280, Steph Lee Farmier, MA7 Studio, Ludo by Night und Tom Agri. Gut, 2 Weiden, ein Kuhhof, ein Schafhof oder eine Schafweide, 4 Gewächshäuser und erforderliche Mods sind hier auch dabei, wie Fischzucht, Manursystem und LSFM Zuchtausrüstungspaket, Hydrokultur Gewächshaus und LSFM Big Backpack. Okay, gut, es ist kein neuer Spielstand hier erforderlich und die Karte muss man, glaube ich, entpacken eventuell. Gut, weiters. Modifikationen des Tanks können das kleine Rohr jetzt transportieren, indem sie mit dem Grillsystem spielen. Ein Anhänger zum Transport von Kälbern und Pferden gibt es. Schäferei. Dann Beseitigung einer Barriere und Schneeproblemmodifikation wurden durchgeführt. Aussehen, das tut die Karte so. Und ja, an für sich schaut es ja nicht immer so übel aus. Man muss sich halt selbst oder jeder muss selbst entscheiden, ob man sie spielen möchte oder nicht. Weiter, Map Village Jagodnoe. Gut, 65 Felder. Der Mapper ist FS Power. So, diverse Produktionen wie Fischerei gibt es zum Beispiel hier, Schweinestall, Kuhstall. Und ja, das schaue ich mir gleich an. Natürlich, Wald darf auch nicht fehlen. Sand und Steine gibt es hier auch. Und geändert wurde hier Folgendes. Und zwar natürlich die Version auf 1.0.1.5. Dann das Problem mit dem Sand wurde behoben. Das Problem beim Laden von Paletten wurde behoben. Das Problem. Korrektur, die Getreidemühle ist jetzt produktiver geworden. Ja, für manche ist das halt auch ein Problem. Und wenn man Probleme mit dem Sand hatte, müsste man einen neuen Spielstand starten. Gut, dann so schaut die Karte von oben aus. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich. Wir sehen uns natürlich in 2 Tagen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.